Wie oft habt ihr miteinander Sex? Du hast voll viele weibliche Freundinnen einfach. Und du machst auch immer mit denen was alleine, ne? Mein Problem ist halt einfach nur, dass ich nicht einschlafen kann, wenn Dirk nicht da ist. Gott, ich werde nie wieder Sex haben. Hallo Leute, hier ist Hazel. Willkommen zu einem Q&A. Beziehungs-Q&A habe ich auf Instagram angekündigt. Ich habe euch gefragt nach Fragen und wir werden jetzt ganz spontan darauf reagieren. Also ich habe jetzt die Fragen noch nicht vorbereitet. Fangen wir doch mit etwas Seichtem an. Wir haben tatsächlich gestern erst darüber geredet, ja? Über Sex? Nein. Okay. Wie eifersüchtig seid ihr? Darüber haben wir doch gestern geredet. Ach so, das kann... Also ich habe gar keinen Grund, eifersüchtig zu sein, weil Hazel hat auch gar keinen Kontakt mit anderen Typen. Ich wüsste nicht, warum ich eifersüchtig sein sollte. Also wirklich nie. Anders ist es bei ihr. Danke, dass du für mich antwortest, warte. Sag, was ich gestern gesagt habe. Du hast einfach random vor dem Schlafen gefragt. Irgendein Video von jemandem geguckt, von Pia Kraftfutter. Und dann hat er mich einfach so random gefragt, bist du eigentlich eifersüchtig? Was habe ich geantwortet? Nee. Früher tatsächlich war ich viel eifersüchtiger. Aber ich hatte auch Gründe. Du hast voll viele weibliche Freundinnen einfach. Und du machst auch immer mit denen was alleine, ne? Also ich kaufe fast gefühlt nie mit. Die wollen ja auch immer nur mein Baby sehen. Ja, okay, du nimmst das Kind mit. So, das Baby denkt sich schon, boah, wie oft geht der denn mit anderen Frauen? Ja, also gar kein Grund, eifersüchtig zu sein, weil das Baby ist ja Bodyguard. Ich glaube auch, ja. Da hatte ich einfach noch nicht diesen Ring an Finger. Und jetzt, wo ich den habe, ich so, ja, egal. Ja, ist endlich bist du weg. Aber früher war das echt schwer, auch das zu überwinden, finde ich. Früher war ich sogar eine eklige Person eigentlich. Ich war früher auch mal eifersüchtig, aber das war bei meiner Ex-Freundin. Aber ich hatte bei ihr wirklich nie das Gefühl, eifersüchtig sein zu müssen. Also, wie hat sich unsere Beziehung geändert, seitdem wir Mama und Papa sind? Wurde auch viel gefragt. Ja, kann ich mir vorstellen. Am Anfang muss ich sagen, ist die Beziehung viel krasser geworden. Genauso wie an dem Tag, wo du mir einen Antrag gemacht hast. Nach der Geburt war das auch dann nochmal so intensiver, so, oh mein Gott, ich habe einen Partner gefunden, mit dem ich ein Baby habe. Ja, war schon krass. Also das Baby ist so der Beweis dafür, dass man sich geliebt hat, mindestens einmal. So. Wir streiten uns eigentlich jetzt nur noch wegen, wer gerade zu sehr faul ist. Ja, wegen der Erziehung. Ja. Wir sind so auch generell, wir streiten sowieso relativ wenig. Aber mittlerweile sind die Streitgründe irgendwie voll anders geworden. Es ist wirklich immer nur so, wenn einer so richtig abgefuckt ist, so, weil alles gerade zu anstrengend wird. Man darf ja nicht auf das Kind sauer sein, ne? Man muss es dann so auf den Partner abladen. So mancher fragt sich dann auch so, warum bist du gerade so gemein? Und ich denke so, ich kann ja nicht zu ihm gemein sein. Beziehungsmäßig war es aber trotzdem am Anfang, so die ersten 7, 8 Monate hatten wir eigentlich, würde ich mal so sagen, keine ernsthafte romantische Beziehung, so weißt du, was ich meine? Weil die ganze Zeit, die wir investiert haben, war halt wirklich nur in das Kind. Man hat nicht an der Beziehung gearbeitet. Man dachte so, ach, die ist doch eh so richtig stabil, was soll ich daran arbeiten und so, ne? Ja, ich habe das Gefühl, dass kommt wieder zurück, das, was wir vor der Geburt hatten. Ihr habt ja in meinen Vlogs gesehen, wir haben dann wieder Dates und so. Und einmal im Monat darf das Kind woanders schlafen, bei meiner Schwester oder bei meiner Mutter. Viele sagen ja immer, dass erst wenn man das Kind hat, dann erfährt man die wahre Liebe. Aber ihr müsst immer so denken, das Kind bleibt höchstens 20, 25 Jahre und der Rest, den verbringst du ja mit deiner Frau. Also muss man die Frau ja mehr lieben als das Kind. Ja, das hast du gesagt, ne? So als das Kind da war und auch in der Schwangerschaft hast du gesagt, ich werde dich immer mehr lieben als das Kind. Anders, also es ist schon anders. Ja, aber du hast gesagt, immer mehr. Und dann habe ich immer gesagt, sag das doch nicht. Und dann du so. Ja, es macht aber Sinn. Es ist rein logisch gesehen, müsste ich dich mehr lieben, ja. Das Kind ist halt 18 mit 20 Jahre mit 20 da. Sehen wir einmal im Monat. Das ist halt so, Freunde, das ist Realität. Was stört euch am meisten an dem Partner? Das fällt mir gerade nichts ein. Ich mag nicht, dass du so spät schlafen gehst. Ja, ich will doch manchmal zocken. Also sehr froh, dass ich kein Zocker bin und so LOL oder so. Dann wäre das noch schlimmer. Ich habe nicht phasenweise so Phasen, wo ich voll into Games bin. Zum Beispiel Pokémon. Ja, wenn er ein Spiel hat, dann spielt er es halt durch. Mein Problem ist halt einfach nur, dass ich nicht einschlafen kann, wenn Dirk nicht da ist. Also ich versuche es, aber es ist anstrengend. Also wenn ich um 23 Uhr ins Bett gehe, dann muss ich noch eine Stunde wälzen oder so. Und wenn du halt auch im Bett bist, schlafe ich halt direkt ein. Er ist immer so, er kann nicht schlafen gehen, wenn ich nicht schon schlafen gegangen bin. Ich kann nicht zocken, wenn entweder das Baby wach ist, er lässt mich gar nicht. Dann wollen wir am Abend so Filmabend oder so Serien gucken. Dann kann ich nicht zocken und danach kann ich erst zocken. Ja, ja, ja. Ja, aber in der Regel ist es nicht nur eine Stunde, manchmal bist du noch zwei Stunden draußen. Ja, ja. Offene Beziehung, ja, nein. Nein.
Nein, natürlich auch nicht. Deine Antwort kam nicht, mir nicht schnell genug. Ich glaube, ich hätte auch einfach gar keine Zeit für eine offene Beziehung. So, what the fuck? So, als ob wo ich haben noch, die Leute die Zeit, dann zu gehen? Ob ich noch so eine andere Beziehung pflege. Ja, mit, so mit der Person muss ich auch schreiben und treffen. Und ich denke mir so, ich treffe schon meine Freundinnen so alle 2 Wochen. What the fuck? Hammer, und woher habt ihr die Zeit, Freunde? alle fremden Gag, kommentiert mal in die Kommentare. Wie ist euer Zeitmanagement? Wie hält man eine Beziehung nach 10 Jahren noch frisch und aufregend? Weiß ich nicht. Einfach darüber sprechen. Zum Beispiel, wenn ihr neue Positionen ausprobieren wollt, dann sagt es einfach. Positionen? Stellungen. Ja, Stellungen. Mein Kumpel von mir meinte, wenn man sich nicht, zum Beispiel über die sexuellen Sachen, sich nicht äußert beim Partner, dann wird man unzufrieden. Und das ist der Grund, um fremd zu gehen. Mhm. Ja. Und also, den er das von ihm gehört hat, will er die ganze Zeit reden. Hast du noch Tipps? Einfach jeden Monat auf Date gehen? Ja, ich habe das diesen Tipp schon so oft gehört. Hat euch das Elternsein schon an eure Grenzen gebracht? Es sieht bei euch so leicht aus. Einmal wurde die Grenze wo es dir so richtig schlecht ging. Ah, das hat doch nichts mit Elternsein zu tun. Nee? Nein. War das eher so? Nein, Elternsein war wirklich noch nie das Schlimmste. Eher der andere Stress. Jeder sagt immer, wart mal halt ab. Ja, genau, jeder sagt, wart mal ab. Aber irgendwie gefühlt habe ich das Gefühl, es wird immer besser. Und zu dem Punkt, es sieht immer leicht bei uns aus, ist tatsächlich einfach so, weil ich fast gar nichts teile. Ah, es sieht auch wirklich bei mir einfach aus, weil es auch so einfach ist mit dem. Also ich kann da nichts sagen. Zum Glück haben wir halt richtig viel Glück mit unserem Kind. Sind auch sehr dankbar dafür, ne? Extrem. Mhm. Aber so viele Leute sagen uns immer so, what the fuck, immer wenn ich so kurz auf euer Profil gehe, sehe ich immer so, oh, regelmäßig Videos. Und wenn ich deine Storys sehe, dann sehe ich immer, ihr macht das, ihr macht das, ihr macht das. Wie macht ihr das so? Wir haben nicht mal Kinder und machen nicht so viel wie ihr. So. Also arbeitstechnisch nicht jetzt, dass unser Leben irgendwie spannender wäre, sondern so, die sehen halt, dass wir voll viel schaffen. Alles ist möglich, Freunde. Ich hätte natürlich auch lieber Elternzeit gehabt, aber das haben wir als Selbstständige nicht, Freunde. Ja. Wie oft habt ihr miteinander Sex? Oh, Dirk, das ist eine lustige Frage. Unterschiedlich. Manchmal haben wir vor oft in der Woche und manchmal haben wir gar nicht. Mindestens einmal in der Woche. Es ist so phasenweise, so zyklusabhängig. Also es war am Anfang relativ schwierig, so nach der Geburt zumindest. Ja, da ging es ja erst mal nicht. Ich hatte auch voll die Schwere geboren. Ja, genau deswegen, da ging es ja nicht. Musste heilen. Ja, musste heilen. Freunde, wie machen das Leute eigentlich immer? So Kinder mit 2 Monaten Abstand. Wie macht sie das? Wir lästern immer so über Leute, die... Wir lästern nicht, aber wir fragen uns, wie man das macht. Ich kenne schon sehr viele Leute, wo die Kinder einfach 11 Monate Abstand haben. Vor allem wegen dem Baby bei den ersten 3, 4, 5 Monaten. Da war es ja auch schon echt anstrengend. Also, weil man musste sich ja eingewöhnen. Erstmal an Elternsein eingewöhnen und alles. Und da hatte man irgendwie schon Bock, aber irgendwie nie wirklich den Gedanken drum. Ich wusste ja auch noch, dass Hazel heilt und ich wusste halt auch gar nicht, wie lange das braucht, um zu heilen. Ich dachte mir immer, okay, komm, ich lebe keusch. Meine Mutter ist ja so Hebamme und sie hat gesagt, nach der Geburt 1 Jahr Handsex. Okay, dann habe ich es meiner deutschen Hebamme erzählt und sie so, ja, übertreib doch nicht. Sie meinte, es ist richtig individuell. Es gibt Frauen, die wirklich so nach 2 Wochen, denen geht es dann halt wieder gut und so. Ja. Und so entstehen halt diese Babys. Ich glaube, ich hatte irgendwie doppelt so viele Probleme gefühlt. Wir haben natürlich immer ihre so... Tage kamen auch sehr spät, deswegen hat es auch sehr geschmerzt am Anfang. Wir haben halt auch immer geguckt. Versucht, getestet. Und das war immer so viel Schmerzen. Und ich dachte auch an einem Punkt so, Gott, ich werde nie wieder Sex haben. Ich dachte mir, ja, irgendwann wird es schon. Dadurch, dass man stillt, bekommt man ja seine Tage nicht. Und erst wenn man seine Tage bekommt und wieder so Östrogen hat, dann entstehen wieder diese Falten in der Scheide. Weil wenn das Kind kommt, wird alles einmal glatt gezogen. Und die Falten, die kommen erst wieder, wenn man so Östrogen produziert und so. Und deswegen war das immer so schmerzhaft. Aber in dem Moment, wo ich meine Tage wieder bekommen habe, 11 Monate nach der Geburt, oh mein Gott, es tut ja, langsam nicht normal, mehr weh. Freunde, seid ihr bereit für die letzte Frage? Ich bin gespannt. Fun Fact, die Fragen haben alle was mit Kindern zu tun. Ja, sehr viele. Wie reagiert ihr, wenn ihr mal Streit habt, sauer aufeinander werdet? Ist schon eine ernste Frage, finde ich. Also ich, wenn ich Streit habe mit Dirk, will ich die
sofort darüber reden. Gar nicht. Doch. Du bist manchmal einfach nur so sauer. Und wenn du sinnlos sauer bist, dann werde ich auch sauer. Oh Mann, also bei mir ist es eigentlich so, manchmal habe ich einfach so einen Schub, wo ich halt einfach, wo dann alles halt zu nicht, schreien, ja. Wo halt einfach alles gerade nicht klappt und dann schreie ich und bin sauer und so. Ich wünschte, du würdest mal langsam checken, wie ich eigentlich bin. Weil Ich lasse mich nicht anschreien. Ich schreie dich an und so, aber gefühlt ist es für mich dann so nach einer Stunde vorbei und ich möchte wieder auf die normale Ebene runter, aber du bist dann immer noch stinkig und so. Aber eigentlich... Eigentlich warten wir eigentlich nur noch ab, wenn du so, sag mal. Ja. Ich mache dann aber auch nichts mehr. Ich gucke nur böse, aber... Du guckst nur böse, aber habe ich es schon vergessen und möchte wieder auf die normale Ebene. Das macht aber keinen Sinn, Mann. Aber manchmal bin ich halt eigentlich ja, so. Ja, und eigentlich streiten wir uns nur, wenn du so bist, ey. Und ich mich anschreist, dann schreie ich zurück und dann chillen wir. Dann chillen wir. Jeder noch so ganz kleine Kommentare so. Die ist so dumm, ey. Du bist so dumm. Was, hast du mich dumm genannt? Ich habe mir vorgenommen, öfter darüber zu reden seit dem Jahr, aber wir haben immer nur so ganz sinnlose Streit. Und dann habe ich auch keinen Bock darüber zu reden. Ich sag dir, ey, ich war da schon sauer. Also im Nachhinein, ich war da schon sauer. Das war eigentlich cool, ne? Das Problem ist zum Beispiel, dass Dirk sich nicht entschuldigt. Sag das, gib es zu. Kommt drauf an. Nein, sag ja, ich gib's. Ja, ich entschuldige mich nicht. Er entschuldigt sich nicht. Manchmal, wenn er zum Beispiel... Ich habe mir vorgenommen, ich mag das, aber du entschuldigst dich ja auch nicht, dass du mich einfach so anschreist. Doch. Nö, erst wenn ich sage, du musst dich entschuldigen. Ja, dann mache ich das. Und wenn ich zu dir sage, entschuldige dich, machst du es auch nicht. Also wie ihr mitbekommen habt, haben wir noch keine perfekte Lösung für unseren Streit. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr gut Streit löst. Natürlich miteinander reden, das Normale, aber seien wir mal ehrlich, wer macht das schon? Ja, wir sind einfach nicht perfekt. Ja. Aber was ich mit der Zeit gelernt habe, zum Beispiel am Anfang war es schon schlimmer. Ja, weil unsere Beziehungsstruktur war am Anfang anders. Am Anfang war das so, ja, dass Dirk mich erobern musste so quasi, ne? Also deswegen war er immer lieb und nett und so und deswegen habe ich mir damals auch richtig viel so rausgenommen. Ich habe immer, wenn ich Bock hatte, sauer auf dich zu sein, war ich direkt sauer. Ich habe mich nicht zusammengerissen. Ich habe geschrien und ich habe gemacht und getan. Dann hast du irgendwann so, glaube ich, so, sogar direkt nach einem halben Jahr so gesagt, Digga, ich mach so nicht weiter. Es ist so anstrengend und kindisch auch. Und wir haben direkt am Anfang von der Beziehung gesagt, dass wir uns eigentlich nie trennen. Also wir wollen keine On-Off-Beziehung haben, sondern wenn etwas ist, müssen wir ernsthaft darüber reden. Und ich reflektiere sehr viel mein Verhalten und ich habe dann halt gemerkt, so, okay, warum bist du eigentlich so? Weil das Ding ist, ich war halt einfach so, weil ich es mir noch erlauben konnte am Anfang. Und ich habe aber dann reflektiert, dass ich in sehr vielen Situationen sehr unnötig sauer bin. Und mittlerweile, er merkt es überhaupt nicht, wir haben gestern auch darüber geredet, er merkt es nicht, aber ich reiß mich in sehr vielen Situationen echt zusammen, nicht wieder so wie Teenager-Hase zu sein. Ich würde mich freuen, wenn du das wertschätzt. Es kommt ja trotzdem noch Sachen durch. Es kommt immer noch ab und zu was durch. Wie kann ich das dann wertschätzen, wenn du trotzdem... Ja, aber es gibt viele Situationen, wo ich das schon unterdrücke. So, ich sag mal so, ich unterdrücke schon so 30%. Es könnte mehr. Ich könnte öfter sauer sein, sozusagen. Und ich weiß auch mittlerweile halt einfach, wie du tickst und was dich zum Beispiel triggern würde. Und das versuche ich auch manchmal so zu unterbinden. Ich weiß, was du meinst. Manchmal, zum Beispiel letztes Mal, als wir Fotos machen gehen wollten und keine Fotos gemacht haben, war das sehr unnötig von mir. Ja, Mann, das war richtig unnötig. Ja, das war unnötig. Für mich ist einfach so, das Allerschlimmste im Leben ist, einen Tag lang nichts machen. Aber du weißt zum Beispiel, dass es für mich wichtig ist. Ja. Freunde, wenn ihr die besseren Fragen hattet, aber die nicht in diesem Video kamen, dann folgt ihr auch einfach auf Instagram und da beantwortet sie noch mehr Fragen. Oh Mann, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Video ist. Gefühlt so. Kannst du sagen, Eifersucht, Sex... Nach dem Baby. Beziehungspause. Ja. Ist sofort gut schon. Okay, Dirk ist Clickbait-König. Danke. Freunde, danke. Folgt uns auf Instagram. Ihr vor allem. Ich geh kacken. Das mag ich auch nicht an dir, dass du so viel kacken. Hey, du kackst aber länger. Länger? Du sitzt da. Spielst du noch Candy Crush oder so?